Hi, ich bin der Günther, ich bin aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Deltarune Chapter 2. Beim letzten Mal haben wir die Main Story abgeschlossen und diese Folge ist ein bisschen anders. Wir wollen heute die Secret Route Snowgrave beginnen. Und eigentlich habe ich dieses Video schon ungelogen vor 1,5 Monaten gefilmt. Aber weil ich so weit hinten dran bin, ist mir jetzt erst aufgefallen, dass anscheinend die Aufnahme der ersten von 2 Folgen Snowgrave verloren gegangen ist. Deswegen werden wir heute den Beginn der Snowgrave-Route nochmal spielen. Ich werde euch erklären, wie das Ganze geht, nebenbei einen Guide offen haben, weil wie zum Fick soll man das sonst rausfinden? Und ja, deswegen auch nicht wundern, wenn so Items, so ein Zeug alles anders sein wird als in der letzten, in der nächsten Folge. Und zwar beginnt die Route an dieser Stelle, wo wir zum ersten Mal Noelle getroffen haben. Ja, sie ist nämlich der Hauptteil vom ganzen Run. Ich bin hier zum Glück sehr schnell hingekommen, vor allem durch einen kleinen Trick, den es gibt, am Anfang des Spiels nämlich. Gerade in der allerersten Szene, wenn man aus dem Bett steigt, kann man sofort ins Bett zurücksteigen und ist dann schon am Anfang der Cyberworld. Das heißt, wenn jemand von euch das hier auch noch machen will, kümmert euch darum. Ich wundere mich gerade nur ein bisschen, dass Noelle sich nicht beschwert. Ich dachte, die regt sich erstmal auf, dass wir hier so, Pui. Den Kack machen. Und ja, das Ziel dieses Runs ist es, zunächst im Prinzip jeden Gegner, den es so gibt hier, einzufrieren. Ich gehe gerade nochmal sicher, dass ich nichts falsch mache. Ja doch, also angeblich mache ich es gerade richtig. Wir müssen erst ein bisschen Backtracking betreiben. Und zwar müssen wir zum Anfang zurück, so weit wie wir können. In die Trash Zone, da wo wir auch Spamton im normalen Run getroffen haben. Aber auf dem Weg müssen wir jeden einzelnen Gegner einfrieren. Ja, der macht halt nicht viel so. Facecam seht ihr, habe ich auch nicht gemacht hierfür. Ist einfach ein bisschen simpler für mich. So. Nächster Gegner eingefroren. Chris, bist du sicher, dass das nicht der falsche Weg ist? Ja, jetzt kommen langsam die ersten Reaktionen. Und wir machen weiter. Warum tötet das diesmal nicht One-Hit? Und irgendwie bin ich unfähig, diese Attacke zu dodgen, aber ja. Und daran sehen wir, dass wir richtig sind. Dieser Encounter ist sonst nicht hier hinten. Und daran, dass er eben da ist, sehen wir schon mal. Wir haben die Snowgrave-Route begonnen, wie man soll. So. Nächster Freeze. Wir sehen, jeden Kampf wird Noelle stärker. Chris, warum hast du mich hierher gebracht? Niemand ist daheim. Nein, hier ist niemand. Es ist gruselig. Und gleichzeitig irgendwie nostalgisch. Das war der erste wichtige Schritt. Noelle hier hinbringen und auf dem Weg jeden Gegner einfrieren. Kleine Sache, die ich leider beim nächsten Part vergessen habe. Nämlich kann man hier die silberne Uhr von Noelle ihr wegnehmen, sich selber anlegen und das Ending wird dadurch leicht verändert. Wer noch nicht das Ending wissen will, auch wenn ich denke, die meisten kennen's,
Also das Ending an sich ist dasselbe wie im normalen Run, will ich nochmal anmerken. Es gibt nur eine kleine Extraszene, wo Noelle sich eben wundert, warum man ihre Uhr anhat in der echten Welt, sobald man wieder in der echten Welt eben zurück ist. Also, was wir als nächstes machen müssen, ist... hier sehen wir schon, dass die NPCs verschwinden. Gutes Zeichen. Und ja, jetzt müssen wir weiter. Ich cut euch das kurz. Doch nicht, ihr seht, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, wenn hier alle Autos verschwinden und stattdessen Gegner erscheinen. Was genau das ist, was offensichtlich passiert ist. So, dann weiter. Jeden einzelnen Gegner muss man so besiegen. Man darf nicht einen auslassen. Auch in Kämpfen mit mehreren Gegnern. Ja, jeden einzelnen Gegner einfrieren. Das ist notwendig für den Run. Und ihr denkt euch vielleicht jetzt, ja okay, es ist mies rauszufinden, aber man kann das auch blind finden. Wartet mal, was man für den Run noch machen muss, Digga. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das blind schaffen soll. So, jetzt sind wir wieder hier, wo wir gerade eben schon waren. Und können mal kurz saven. Ihr habt da gerade einen zweiten Save-File Uwe gesehen, das ist mein Originaler. So, es ist gar nicht nötig, hier so zu agieren, wie ich es jetzt machen werde, aber ich mach's trotzdem einfach, weil es besser zum Run passt. So, wir müssen jetzt theoretisch ja dieses Rätsel hier lösen. Chris, du kannst jetzt nicht weg, du musst erst die Mäuse beseitigen. Nö. Du lässt mich nicht hier, oder? Denk über all die Stifte nach, die ich dir gegeben habe und die Pfefferminzkekse, die ich mit dir geteilt habe. Ich mach deine Hausaufgaben. Chris, willst du mich hier wirklich allein lassen? Proceed. Was hast du gesagt? Aber die Mäuse. Proceed. Ich... Und so skippt man das Rätsel im Prinzip. Wir müssen hoffentlich nicht nochmal sowas machen. Seit wann ist Chris so? Oh, guck mal. Gegner. Zeit zum Anzünden. Nee, das ist relativ das Gegenteil von Anzünden. Ah, Kacke, das war nur ein nötiger Hit. So, wir müssen noch ein bisschen weitermachen, aber im Normalfall dürfte unser Ice Shock auch irgendwann beginnen, Gegner zu one-hitten, was dafür sorgt, dass wir nochmal ein bisschen schneller vorankommen. Au. Ja gut. Ich spiele gerade sehr gut, aber ja. Keine Sorge, wenn ihr gutes Gameplay sehen wollt, wartet erst auf die nächste Folge. Ach du meine Fresse, habe ich da gesagt. Gerade beim Finale dieser Route, welches sich nämlich durchaus verändert hat. Warum sieht das aus wie eine offene Tür? Naja, wir gehen einfach weiter und finden mehr Gegner. Ja, kein One-Hit, leider. So. Und machen wir es weg. Der Unterschied, muss man sagen, halt zwischen der Art, wie wir die Gegner besiegen, was der Grund für den Run ist, und sie einfach nur zu besiegen ist. Wenn man einen Gegner einfach nur bekämpft, flüchtet er am Ende des Kampfes. Das tun sich hier eindeutig nicht. Deswegen ist diese Route unterschiedlich. Ja, mal wieder ein bisschen dodgen. Und ich nenne es anzünden. Es ist mir egal. So bin ich halt. Und hier
sobald wir diese Gegner erledigt haben, kommt der nächste größere Schritt der Route. Ich bin relativ optimistisch. Ach du meine Fresse, was ist denn das für eine Kombi? Ich bin relativ optimistisch, dass wir bald Gegner one-hitten können. Ja, das war recht easy. So, weiter, 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 weiter. Auch den wegmachen. Und jetzt nochmal sicher gehen kurz. Und du geh aus dem Weg. Wir hatten das Scheißteil dahingestellt. So, jetzt kommt nämlich der nächste tricky Bullshit. Man muss hier diesen Dialog starten. Das ist super. Das lässt die auf dem Festival wirklich aussehen wie Spielzeuge, nicht? Ich frag mich, ob Susi... Wen frage ich? Ich würde mitkommen. Also verträgst du es, wenn du die Spitze erreichst? Genau wie auf dem Festival, als wir Kinder waren. Ich weiß, dass bei dir irgendwas dabei ist, Chris. Nein, danke. Doch. Hä? Ich meine, okay. Du kannst wieder gut machen dafür, als wir Kinder waren. Seit wann ist Chris so... Nein, das muss irgendein Prank sein. Das war beides nötig für diese Route. Beide Auswahlmöglichkeiten, so blöd wie es scheint. Jetzt kommt eine Szene, die mich beim ersten Playthrough leicht verwirrt hat. Man muss nämlich hier mit dem Salesman reden, haben wir auch im... So. Wir sind was anderes. Was heißt das? Es gibt keine gute Interpretation dafür, das ist sicher. Und hier war ich ein bisschen verwirrt, weil eigentlich was passieren sollte. Ich habe dann versucht, noch ein paar Mal anzusprechen. Wenn ihr was anderes seid, vielleicht sind dann Dating-Schuhe nicht das Richtige. Vielleicht wollt ihr einen Freeze-Ring? Hä? Ein Ring? Nein, ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Kommt schon, ihr könnt nicht besser werden ohne gutes Equipment. Stärker, ich mein... Stimmt, so funktioniert das hier wohl. Hey, Chris kauft mir einen Ring, genau. Wir brauchen das Ding. Hey, Chris, du würdest den kaufen? Ich mein... Wir können nachfragen, schätze ich. Wie viel kostet's? Zufällig genau eins mehr, als wir haben. Wo kommt das nur her? Wir haben nicht so viel. Naja, trotzdem nettes Angebot. Wir nehmen ihn. Hä, ich? Du willst, dass ich ihn hole? Chris, du weißt, dass wir uns das nicht leisten können. Nuschel ich. Was? Chris, ich sag dir, wir haben nicht das Geld. Was willst du von mir? Du willst nicht, dass ich einfach... Hol den Ring. Chris, nein, nicht ich. Ich könnte niemals... Hol ihn. Ich... Wir haben den Ring. Was ist passiert? Habe ich wirklich... Nein, nein, sie müssen... Er muss uns den Ring gegeben haben, genau. Außerdem ist es doch gut, stärker zu werden, oder? Danke, Chris. Ja, man sieht, langsam beginnt der Psycho-Horror. Der im Prinzip wirklich das ist, was diese Route ist. Not gonna lie. So, jetzt müssen wir eine ganze Weile recht normal weiterspielen. Nur eine Dialogoption wird wieder wichtig. So, hier kann ich nicht mal irgendwas machen. Guck nur, es wird nichts Schlimmes passieren. Diesen Ring bekommen ist gut, oder? Also, denk nicht drüber nach. Denk nicht drüber nach, einfach vom Schalter runterzugehen und... Chris... Noelle, nein, das ist schrecklich. Nein, es ist natürlich. Chris, was hast du gesagt? Ich muss das laut gesagt haben. Ja?
und darauf muss man eingehen. Diese Dialogoption ist ebenfalls notwendig. Und guckt mal, die Gegner rennen inzwischen. Und mit unserem neuen Ring bin ich doch sehr optimistisch, dass wir one-hitten. Und dass wir bald krepieren, weil ich fucking sucke. Wir dürften recht bald wieder an einen Save Point kommen, da kann ich mich heilen. Nötig hab ich's. Oder. Das dürfte der Run eigentlich nicht verbieten, dass ich hier einfach mich mal heil. Hauptsache. Oh, habt ihr diese Schneekugel gesehen? Jetzt mit dem neuen Ring verhält sich das Ganze ein bisschen anders. Ja, wow, jetzt haben wir hier einen Save Point. Hier sind Boxen. Nichts mehr. Und Gegner. Ich glaube, wir können alles one-hitten jetzt mit Freeze, genau. Was natürlich den Fortschritt relativ schnell macht, zum Glück. Die Route ist auch, genau wie Genocide in Undertale, kürzer. Relativ eindeutig. Ich meine, ich habe einen großen Anfangsteil jetzt geskippt, aber trotzdem, es sind 2 Folgen, die wir haben werden. Mir ist auch ehrlich gesagt recht egal, wie lang diese Folge jetzt wird. Ich habe einen bestimmten Punkt, bis zu dem ich halt spielen muss. Punkt. Yay, ich hab Skill. Ich muss halt einfach bis zum bestimmten Punkt spielen und dann geht die nächste Folge los. Punkt. So, ein Bounce Blade. Das wäre wichtig zu equippen, wenn ich die nächste Folge nicht schon gefilmt hätte. So, alle Gegner hier sind weg. Und hier ist der Ort, wo wir hin müssen. Wir müssen drauf achten. Seht ihr, die Ampeln sind eingefroren. Wir müssen drauf achten, wirklich immer noch. Jeden einzelnen Gegner muss Noel einfrieren. Punkt. Keine Diskussion. Und dann werden wir hier in der Gegend an einem sehr interessanten Ort, nämlich den Weg, den nächsten Schritt finden. An einem Ort, der im normalen Run einfach nur ein Secret ist. Rennt hier noch irgendwo was rum, was Lebendiges? Yep. Keine Sorge, nicht mehr lange. Allgemein, es gibt, glaube ich, auch noch so eine Puzzlestelle, ähnlich wie die am Anfang. Die Puzzle darf man laut dem Guide, den ich habe, zumindest lösen, wie man will, aber ich finde es einfach deutlich passender, da Noel so ein bisschen zu knechten. Ich bin so gut gegen diese Attacke, ich glaube, ich habe die echt noch nie ohne gehittet zu werden geschafft. Aber ja, ich bin halt build different. So, jetzt müssten wir hier alles los sein. Ich meine, to be fair, im normalen Run ist es deutlich schwerer, hier unten hinzukommen durch die ganzen fahrenden Autos. Die alle ja nicht da sind. Hier ist der Raum, wo wir im normalen Run Toby Fox angetroffen haben, der ein Fake-Game-Over gegeben hat, bevor wir eine random Dogcoin an diesem Müllcontainer gefunden haben. In diesem Run allerdings, ihr guckt nach Deals, die euren Verstand, Dings, ja, ich kann übersetzen. Gut, dass ich in ein paar Tagen eine Englischklausur schreibe, wo ich eine Mediation machen muss. Ihr wollt Deals, die euer Mind blown werden, also fresse, weil du bist schwach. Versuch mal ein bisschen Workout, dann zeige ich euch mein vier Verbleiben. Spamton chillt hier im Container und sagt, 4 verbleiben, dann können wir irgendwas machen. Was heißt das, 4 verbleiben? Also zumindest wer Undertale gespielt hat, der weiß es. 4 Gegner müssen wir noch besiegen.
Guck mal, Chris, noch ein Puzzle. Wie sollten wir es dieses Mal lösen? Proceed. Wie? Es gibt hier keinen Weg. Proceed. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich guck mal. Okay, ich nehm's zurück. In diesem Raum muss man sogar so agieren wie ich. Im ersten Raum war es anscheinend egal, aber in dem hier... Proceed. Da ist ein Blitz. Wenn wir weitergehen, Chris, werde ich... Chris, du hast nicht gehört, was ich vorhin gesagt habe, oder? Du wirst mich nicht... Weiter. Chris? Proceed. Siehst du? So einfach. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ich hab einfach nur Chris angehört und irgendwie, bevor ich's gewusst hab, war das Puzzle gelöst. Was hab ich gedacht? Chris will mich nicht verletzen. Er will mich nur stärker machen. Ja, natürlich. So, neue Gegner. Wir brauchen mehr Gegner. Ja, renn nicht weg, du Haufen Scheiße. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob mit 4 left das hier jetzt als 3 oder als 1 zählt. Ich bin wirklich nicht gut in diesem Game. Und diese 5-6 Wochen Pause, die ich bestimmt hatte, helfen nicht. So, dann auch letzten Gegner. Ah, hier ist noch eine Maus. Perfekt. Ich glaube, dann hat das aber auch nur als ein Gegner gezählt. Ich glaube, im nächsten Raum sind noch 2. So, jetzt. Oh, no hit. Irgendwie unverdient. Ich hätte da so hart gehittet werden müssen, aber no hit. Yay, ich habe ausnahmsweise mal einen Kampf gut gemacht, Leute. Seid ihr stolz? Seid stolz auf mich, bitte. Machen wir weiter. Ich werde das Puzzle lösen. Ist das nicht was Gutes? Ich löse selber Dinge. Nehme mir neue Dinge und besiege alleine Gegner. Und jedes Mal, dass ich es mache, werde ich stärker. Was habe ich getan, als ich den Ring geholt habe? Als ich das Puzzle gelöst habe? Egal, es ist egal, wenn ich mich nicht erinnern kann. Es ist egal, wenn die Kämpfe alle sich zusammenmischen. Wenn Chris mir sagt, dass ich es tun sollte, dann kann ich Dinge tun, die ich vorher nicht konnte. Ist das nicht gut? Ich werde stärker. Solange ich einfach nur tue, was sie sagen. Ja, wir finden jetzt mehr Gegner. Die letzten 2 Stück. Es ist schlau, hier erst die Maus zu machen, denn... Ja. Die Dinger können halt nicht sonderlich viel. Zumindest nicht, wenn sie alleine sind. Versuch doch nicht, dich zu verstecken. Ah ja, der macht sogar mal einen Angriff, aber selbst der Angriff ist einer der schwächsten im Game, würde ich behaupten. Also einer der einfachsten zu dodgen halt. So. Jetzt haben wir alle Gegner, die wir brauchen. Und gehen deswegen gleich mal zurück zu Spamton. Und ich gehe nochmal ganz kurz sicher. So, wir sind jetzt so ziemlich am Punkt angekommen. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, könnt ihr den Run so ziemlich nicht mehr verkacken. Wir sind gleich an einem Punkt, an dem könnt ihr machen, was ihr wollt. Es ist Snowgrave eingeloggt und wird sich nicht mehr ändern.
Und zwar, sobald wir das Item ausrüsten, welches Spamton uns jetzt gibt. Guckt ihr nach dem Dornring? Ja. 1997. Hier, er könnte pieksen. Wir haben den Dornring. Und sobald wir den jetzt ausrüsten, unglaubliches Attack ab und TP-Kosten von Eiszaubern sinken. Was wichtig ist. Denn es fehlt nur noch eine Sache diese Folge. Das Birdly Battle. In dem wir einen Zauber nutzen müssen, der über 100 kosten würde, hätten wir nicht den Dornring. Und genau deswegen brauchen wir den. Und jetzt, also zumindest laut dem Guide, sobald wir den equipped haben, können wir auch im Birdly Battle nichts anderes mehr machen als das, was wir müssen. Und sobald das rum ist, ist sowieso alles gescriptet. So, Birdly Battle. Noelle, da bist du. Gerade rechtzeitig, wir können beide wieder zu Queen gehen und... Noelle? Chris, das sieht aus wie noch ein Gegner. Soll ich sie einfrieren? Noelle? Ich bin's, erinnerst du dich nicht an mich? Birdly? Noelle, geht's dir gut? Was machst du mit Chris? Wir... Stärker werden. Stärker werden? Was? Chris, was tust du? Proceed. Was? Proceed? Oh, wohin? Noelle, was redet der? Das war's, Chris. Ich weiß nicht, was du tust, aber wenn du Noelle verletzt, dann werde ich dich aufhalten müssen. Warte, Birdly. Stopp, renn! Ja, rennen wäre schlauer gewesen. Oh, guck mal, Noelles HP. Der Dornring piekst wohl wirklich. Snowgrave. Ein interessanter Angriff in der Snowgrave-Route. Und ich sollte ein bisschen aufpassen, glaube ich. Oh, diese Eiswand beim Defenden ist cool. Das habe ich noch nie gesehen, weil ich mit Noelle nie defende. Weil, wozu? So. Damit haben wir dann alles, was wir brauchen in diesem Battle. Man sieht, der Kampf ist nicht zu schwer. Wir müssen halt einfach nur auf die 100 TP kommen. Snowgrave, ich kenne diesen Zauber nicht. Nuschlich? Ich sag's dir, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich hab's dir gesagt, hör auf, ich weiß nicht, was du meinst. Ich muss mich irgendwie oft wiederholen in diesem Run, kann das sein? Meinetwegen, du willst sehen, was so dringend passiert. Guck, was passiert, wenn ich einen Zauber nutze, den ich nicht kenne. Ja, das würde ich gern. Ab geht's. Sieht interessant aus. Was ist passiert? Da war so viel Schnee, ich konnte nichts sehen. Ich... Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Geh nur, du hast deinen Job erfüllt. Und wir sind voll und ganz in Snowgrave drin. Und werden uns nächstes Mal Queen's Mansion im Snowgrave angucken. Denn tatsächlich kommen wir jetzt direkt dorthin, ohne weitere Umschweife.
Also, seid bei der letzten Folge wieder dabei. Bis dann und tschö mit Ö.